Nun folgt ein Beitrag über ein ganz wichtiges Thema, nämlich unsere Jugend. Die Weiterbildung auch in den Schulen ist das Thema Amateurfunk in der Schule. Am Beispiel der Amateurfunkstation Delta Lima 0, India Kilo Tango. Und da dürfen wir dann begrüßen unseren Referenten Thomas Hetland, Delta Lima 8, Delta X-Ray Whisky. Herzlich willkommen, Thomas, und Ihnen, liebe Zuschauer, viel Spaß bei dem Beitrag. Ja, hallo, hier ist Delta Lima 8, Delta X-Ray Whisky. Mein Name ist Thomas Hetteland. Ich bin eingeladen worden, hier einige Worte zu sagen zum Thema Amateurfunk in der Schule von der Stefanie Heine bzw. vom Wolfhard Eidenmüller. Ich möchte die Zeit nutzen, euch einiges hier zu zeigen, was ich persönlich mit diesem Thema erlebt habe. In den letzten jetzt schon 22 Jahren. Ihr seht es hier auf meiner ersten Folie. Seit 1998 ich mich mit diesem Thema und habe in meiner Schule, in der ich Lehrer bin, eine Amateurfunkschulstation gegründet. 1998, die auch weiterhin aktiv ist mit Schülern. Hier seht ihr die beiden QSL-Karten. Die erste stammt noch aus dem Jahr 98, die neueste jetzt aus dem Jahr 2020. Wir gehören zum DAC-Ortsverband Dresden-Raik Sierra 20. Zunächst vielleicht einige Worte zu meiner Schule an sich, an der ich beschäftigt bin als Lehrer für Elektrotechnik und Kommunikationselektronik. Wir befinden uns im Zentrum von Dresden, nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, sehr zentral gelegen. Es ist eine Bushaltestelle, eine Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür, sodass Interessenten an unserer Ausbildung oder auch am Amateurfunk uns doch recht leicht finden. Die Schule ist bereits 1954 gegründet worden, damals als Ingenieurschule für Verkehrstechnik, wurde dann nach 1990 umgewandelt in ein berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik. Wir haben zurzeit 2300 Schüler, mehrere Schularten, insbesondere eine große Berufsschule mit einer dreieinhalbjährigen Ausbildung. Ein berufliches Gymnasium, eine Fachschule für Technik, an der ich persönlich hauptsächlich unterrichte. Und neu dazugekommen ist auch eine duale Berufsausbildung mit Abitur. 100 Lehrer sind beschäftigt und das Thema Elektrotechnik verleitet natürlich einem Lehrer, der hier unterrichtet und gleichzeitig auch Funkamateur ist. Das bin ich selbst seit meinem 18. Lebensjahr 1980, hier auch in diese Richtung aktiv zu werden. Ja, berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik Dresden findet man recht leicht über unseren Internetlink www.bszet.de. In der Menüleiste sind unsere Schularten allesamt vorgestellt und wenn man etwas weiter sucht, findet man auch einen Link zur Amateurfunk-Schulstation mit einigen Informationen, wo man uns findet, welche Aktivitäten es gibt. Also schon der erste Hinweis, hier mal weiter zu forschen. Eine Amateurfunk-Schulstation zu gründen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wer das schon mal durchgeführt hat, von A bis Z, der weiß sicherlich, wovon ich spreche. Die Frage nach einem Raum war zu klären. 1998 gab es eine glückliche Gelegenheit, einen leerstehenden Büroraum zu besichtigen. Der befindet sich in einem Seitenteil unserer Schule. Angegliedert sind Werkhallen, Elektromaschinenhallen, Hochspannungshalle, Kfz-Technik war hier früher auch noch beheimatet. Und dieser Büroraum war deshalb interessant, weil man aus dem Fenster klettern konnte, über dieses kleine Dach gehen konnte und sofort die Idee hatte, Mensch, dort kann man auch Antennen aufbauen.
gesagt, getan. Ich habe mich zum Hausmeister begeben, habe mir einen Schlüssel geben lassen, habe diesen Raum inspiziert, festgestellt, super, das klappt, das könnte funktionieren, habe diesen Schlüssel bis zum heutigen Tage nicht zurückgegeben und das war praktisch der Startschuss für unsere Amateurfunkstation. Das waren die ersten Ideen für den Aufbau von Antennen. Eine Drahtantenne, eine Vertikal- und ein System für die OSCAR-Satelliten. Das Ganze in die Tat umzusetzen, kostete natürlich Zeit, Geld und Arbeit, vor allem aber auch viele interessierte Aktivisten, die die ersten Aktionen mit begleiteten. Das waren insbesondere Fachschüler aus dem Teil Elektrotechnik, Informationstechnik, die sich auch bereit erklärt haben, Freizeit zu opfern, Material zu beschaffen. Es mussten Löcher gebohrt werden, Fundamente gesetzt werden, Baugenehmigungen eingeholt werden, Masten mussten beschafft werden für Kurzwelle, für UKW. War also eine Menge Arbeit zu leisten, aber mit dieser Hilfe war es recht schnell möglich, innerhalb eines Jahres hier eine funktionstüchtige Station aufzubauen. Inzwischen sieht es in etwa so aus. Wir sind also keine Hightech-Station. Wie gesagt, es geht uns um Schule, um Ausbildung. Haben also auf jeden Fall eine ordentliche Betriebsmöglichkeit, haben Tische aufgebaut, Computer, Transceiver, Kurzwellen-Endstufe, Drehgerät für den Dreielementbeam FB33. Hier nicht im Bild zu sehen, die UKW-Station für Satellitenfunk. Da werde ich gleich noch etwas dazu berichten. Ja, Antennenanlagen auf dem Außendach. Schon gerade erwähnt, wir sind glückliche Besitzer eines Dreielementbeams für die Bänder 10, 15 und 20 Meter auf einem 9 Meter Hubmast. Ja, das Ganze drehbar über ein Steuergerät für weltweite DX-Kommunikation. Und besonders wichtig, das war eigentlich auch der Anlass 1998, 99 mit Satellitenfunk zu beginnen. Eine 2 Meter Yagi, eine 70 cm Yagi, beides drehbar, sowohl horizontal als auch vertikal für die OSCAR-Satelliten und später dann auch für die Raumstation ISS. Ja, natürlich wurde von Anfang an viel gefunkt. Kurzwellenkontakte sind in alle Welt möglich. Alle Kontinente wurden bisher erreicht mit reichlich 160 Ländern. Momentan der Länderstand für eine Schulstation sicherlich nicht so schlecht. Wir wollen uns nicht messen mit DX-Stationen, die hier noch wesentlich höhere Punktestände erreichen. Uns geht es um Ausbildung, um Weiterbildung, um Jugendarbeit. Ja, Tal der Ahnungslosen, Dresden, das ist für einige sicherlich ein Begriff, die hier zuhören. Deshalb auch der Anlass, mit OSCAR-Satellitenfunk zu beginnen. Hier mal ein Bild direkt aus der Anfangszeit, wo es um Messungen ginge. Der Dirk Günther und einer unserer Fachschüler hier im Bild. Dirk hat das Amateurfunkrufzeichen Delta Golf 1 Delta India, kommt vom Ortsverband Sierra 07 TU Dresden, ist bei der Firma Vodafone als Techniker beschäftigt und hat uns hier tatkräftig unterstützt mit seiner Messtechnik zum Ausmessen der Antennenparameter. Ja, Schule. Was fängt man an mit einer Schulstation, um diese in die Öffentlichkeit zu bekommen? Im Jahr 2003 hatten wir die Idee, mit Schülern einen Funkkontakt zur Internationalen Raumstation ISS herzustellen. In der Zwischenzeit ist das ja schon sehr häufig gelungen von deutschen Schulen aus. Und alleine nur für die Idee ist unsere Schule ausgezeichnet worden, damals vom sächsischen Kultusminister Professor Karl Mansfeld.
hier keine sehr qualitativ hochwertigen Aufnahmen aus der damaligen Zeit. Die Digicams waren noch nicht so super, aber wir wurden in den Sächsischen Landtag eingeladen und sind alleine nur für die Idee ausgezeichnet worden. Das war im Sommer 2003 und erst im Dezember ist es dann aber tatsächlich gelungen, mit Mike Fohl, Kilo Bravo 5, Uniform Alpha, Charlie in ein QSO zu kommen. Eine sehr aufregende Zeit. Damals waren die technischen Möglichkeiten noch nicht so gut wie heute, gerade was das Internet anbetrifft. Es mussten alle Absprachen über E-Mail vorgenommen worden. Wir wussten auch noch nicht, was passiert. Es war ein sehr spannender Augenblick, als dann um 16.57 Uhr die Stimme von Mike dann doch aus dem Lautsprecher tönte und unsere Schüler auf Englisch Fragen stellen konnten. Was war die interessanteste, an die ich mich erinnere? Mike, was machst du zuerst, wenn du auf die Erde zurückkommst nach einer glücklichen Landung? Wir haben lange gebraucht, um die Antwort tatsächlich zu verstehen. Am Ende war sie ganz einfach. Er sagte, Leute, ich brauche ein Bier. Ja, so ein Funkkontakt mit der Raumstation durch Schüler. Immer eine spannende Sache für die gesamte Schule. Die Öffentlichkeit ist interessiert. Die Presse steht Schlange. Wir hatten hier eine ganze Menge von Reaktionen. Die Sächsische Zeitung, die Morgenpost, die Dresdner Neuesten Nachrichten waren da, das Sachsenfernsehen, MDR, Sachsen-Spiegel, der kleine Funkraum quoll aus allen Nähten. Und es wurden Interviews geführt mit Schülern. Hier sehen wir die Anna und den Stefan, die damals dabei waren und die Sache sicherlich auch bis heute in guter Erinnerung haben. Ja, selbst eine QSL-Karte kann man in das Weltall schicken an Bord der ISS. Das war unsere Karte, die wir im Jahr 2004, also nach dem erfolgten Funkgespräch mit Mike Fohl, dann nachweislich an Bord der ISS hatten. Man sieht hier, wenn man genau hinguckt, den Bordeingangsstempel vom 21. April 2004. Die Karte wurde ganz offensichtlich mit einem der unbemannten Raumtransporter in Richtung ISS geschickt. Hier nochmal die Daten, wann das passiert ist. Am 31. Januar 2004 war sie oben und ist am 30.04. wieder zurück zur Erde gelangt. Also auch das nochmal ein schöner Abschluss für diesen erfolgreichen Funkkontakt. Ja, Amateurfunk in der Schule, mit der eigenen Schule, gute Idee. Aber wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, uns weiter zu orientieren, suchten auch weitere Partner in der Umgebung und sind auf das Martin-Andersen-Nexel-Gymnasium gestoßen. Eine Schule mit einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil, nicht weit weg vom beruflichen Schulzentrum Elektrotechnik. Es gab dort vor Jahren eine Anzeige in der Zeitung, wo man Betreuer für naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaften suchte. Ich habe mich damals erfolgreich beworben. Die AG ist zustande gekommen mit Schülern ab 5., 6. Klasse und ist eine jetzt fest eingetragene AG, die neben zum Beispiel Robotik, Theater, Schach, Astronomie, mehreren sportlichen Angeboten einmal wöchentlich für 90 Minuten stattfindet. Die Betreuung erfolgt durch mich, unterstützt durch einen sehr aktiven OM aus meinem Ortsverband, Sierra 20. Das ist der Rainer, Delta Lima 2, Delta Quebec, November. Ja, solche Ganztagsangebote gibt es heutzutage an vielen Schulen und das ist immer eine Idee, um hier auch AGs zu etablieren.
Das waren so unsere ersten Objekte im Jahr 2006, die ersten drei jungen Teilnehmer. Wir haben uns mit Elektronikbausätzen beschäftigt, des Arbeitskreises Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule, haben dies erfolgreich aufgebaut, in der Schule ausgestellt, Peilempfänger aufgebaut, uns mit Funkbetrieb befasst und so Stück für Stück die AG entwickelt. Löten, immer wieder ein Thema, mit dem man Schüler begeistern kann. Einmal jährlich führen wir in diesem, in diesem Gymnasium einen Tag der offenen Tür durch, beziehungsweise unterstützen den Tag der offenen Tür mit einer Löt- und Bastelaktion. Auch hier kommen wiederum Bausätze vom Arbeitskreis Amateurfunk in der Schule zum Einsatz. Sehr beliebt immer wieder der kleine Blink-Weihnachtsbaum, der für Begeisterung sorgt, auch wenn nicht gerade Weihnachten ist. Darüber hinaus eine kleine LED-Taschenlampe oder ein Blinkthermometer oder weitere kleine Ideen. Morse-Taste auch beliebt. Das Morse-Alphabet wird hier in dieser Schule zum Teil sogar unterrichtet in einem Technikfach und führt immer wieder dazu, dass Schüler sich interessieren und dann bei Interesse auch unsere Arbeitsgemeinschaft besuchen. Funkbetrieb, immer wieder ein Thema. Nach den ersten Schritten in der Elektronik beschäftigen wir uns natürlich in der AG mit den Grundlagen des Amateurfunkes, mit dem Funkbetrieb. Wie kann man überhaupt ein QSO beginnen? Was sind Landeskenner? Was sind Q-Gruppen? Welche Frequenzen müssen beachtet werden? Wie führt man überhaupt ein QSO? Und eine ganz tolle Sache sind immer Exkursionen in die nähere Umgebung. Mini-Field-D zum Funkertag des DRC im Juni. Einige Kilometer von Dresden entfernt, eine Antenne aufgebaut, Proviant mitgenommen, Stromversorgung und schon macht die Sache eine ganze Menge Spaß. Ja, wenn dann die kleinen Projekte geglückt sind, kann man sich auch mal an kompliziertere Dinge wenden, wie zum Beispiel hier einen 80-Meter-Empfänger, der durch Schüler unserer Arbeitsgemeinschaft aufgebaut wurde, unter Anleitung selbstverständlich mit digitaler Anzeige. Man lernt gleichzeitig eine ganze Menge über Elektronik, über Messtechnik, Modulationsverfahren, alles Dinge, die ja in der Amateurfunkprüfung dann später auch eine Rolle spielen. Und hier wird sofort Theorie mit Praxis verbunden. Auch das ein Projekt, was bei uns in der AG entstanden ist. Nach dem 80-Meter-Empfänger dachten wir uns, auch die digitale Modulation muss eine Bedeutung haben. Ein kleiner Empfänger wurde entwickelt für PSK 31, für das 20-Meter-Band mit einer Platine, kleines Gehäuse, Quarz gesteuert. Wenig Kostenaufwand, dieses Projekt vorgestellt im Jahr 2006 zum 21. AATIS-Bundeskongress. Und das Interesse war doch recht erheblich, der Teilnehmer so ein Gerät dann auch funktionstüchtig mit nach Hause zu nehmen. Dieser Empfänger wird auch heute noch bei uns in der AG verwendet. Und mit wenig Aufwand hat man damit einen funktionstüchtigen Empfänger, weit günstiger als manches eure Fertiggerät. PSK 31, wer empfängt, muss natürlich seine Signale auch darstellen. Wir hatten Unterstützung durch den AATIS bei einem Workshop PSK 31 Controller, der hier aufgebaut wurde in einer Aktion mal an einem Wochenende, um dann die empfangenen Zeichen auch direkt auf einem Display darstellen zu können. Unsere aufmerksamen Zuschauer hier werden betreut von August Gier, Delta Kilo 5 Uniform Golf. Unsere Amateurfunkausbildung bildet inzwischen das Kernstück unserer Tätigkeit.
seit 1998 eigentlich kontinuierlich. Es werden regelmäßig Prüfungen abgenommen. Wir beginnen in der Regel weiterhin klassisch mit einer SWL-Prüfung. Kurzwellenhörer hat den Vorteil, keine Bundesnetzagentur muss eingeschaltet werden. Die Urkunden können intern vom DRC ausgestellt werden. Die Kosten sind mit 5 Euro sehr gering. Wir benutzen den Fragenkatalog der Amateurfunkprüfung Klasse E, suchen uns daraus Fragen heraus, die gerade im Schülerbereich 6., 7. Klasse auch mit dem Physik- und Matheunterricht in etwa korrespondieren. Meistens nur Fragen aus dem Bereich Technik und Betrieb, stellen das zusammen. Und das ist meistens dann auch sehr erfolgreich für unsere Schüler. Weiter geht es dann mit Amateurfunkprüfungen Klasse E und A. Wir haben das große Glück, dass die Bundesnetzagentur direkt neben unserer Schule beheimatet ist. Ist also ein Katzensprung. Wir können dort in wenigen Minuten hingelangen. Ausbildungsfunkbetrieb unter Ausbildungsrufzeichen, ganz klar. Sehr lehrreich. Delta November 2, Uniform Delta X-Ray ist das Rufzeichen, in dem wir QAV sind, zu Wettbewerben, die sich für Ausbildung eignen, zum Beispiel DAC Funkertag oder auch der Ausbildungskontest im Vorfeld des Worked All Germany. Das sind Aktivitäten, die sich lohnen. Zum Europatag der Schulstation werde ich später noch etwas berichten. 50 Prüfungen, ja, eine ganze Menge in der Zwischenzeit, die erfolgreich bei uns absolviert worden sind. Ich selbst wurde inzwischen als Beisitzer für die Amateurfunkprüfung bestellt von der Bundesnetzagentur Außenstelle Dresden. Momentan warten wir auf neue Termine, die hoffentlich ab August, September wieder stattfinden. Hier haben wir drei unserer erfolgreichen Prüflinge der Hörerprüfung, der SWL-Prüfung. Links der Danny Delta Echo 2, Yankee Delta Lima, der Johann Delta Echo 7, Golf Delta Juliet und der Cornelius Delta Echo 8, Charlie Fox Papa. Alle drei Schüler des Martin Andersen Nexel Gymnasiums Dresden. Ja, die Bundesnetzagentur, gerade erwähnt. Wir haben den Wegweiser direkt vor unserer Tür. Ja, welche Schulstation kann das schon von sich behaupten? So sieht es dann aus nach der erfolgreichen Prüfung. Vier unserer Prüflinge, die die Sache gepackt haben. So schlimm ist es ja nicht, wenn man sich gut vorbereitet. Inzwischen gibt es genügend Hilfestellungen online und offline. Die Kataloge sind verfügbar. Es gibt Informationsmöglichkeiten und es gibt natürlich unsere Clubstation, in der man den Funkbetrieb praktisch üben kann und dann auch gut vorbereitet zur Prüfung erscheint. Tja, was gibt es noch zu berichten? Amateurfunk im Weltall, schon angesprochen, Funkkontakt mit der Raumstation ISS. Dadurch hatten wir eine erfolgreiche Mission bereits hinter uns und hatten auch das Equipment, um mit den OSCAR-Satelliten zu kommunizieren. Darauf ist im Jahr 2013 die TU Dresden aufmerksam geworden mit dem Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, die einen Kontakt suchten mit uns, all dieweil dort auf dem Tisch lag ein tatsächlicher Satellit, ein Raumflugkörper, ein CubeSat, sagt man heute, 10 cm Kantenlänge, entwickelt von Studenten und Mitarbeitern der TU. SOMP, seine Bezeichnung, Sierra Oscar Mike Papa oder Students Oxygen Measurement Project, ein Satellit, der Restsauerstoff in der Hochatmosphäre messen sollte. Das Problem, ja, der Satellit war fertig, es gab einen Starttermin, aber keine Bodenstation für die Kommunikation. Unsere Schulstation hat ausgeholfen. Hier haben wir rechts drei Fachschüler, die tatkräftig die Sache unterstützt haben, die die Antennen modernisiert hatten.
Vorverstärker gebaut, Software konfiguriert, sodass es möglich war, am 21.04.2013 die ersten CW-Barkensignale dieses CubeSats live über Dresden zu empfangen. Es ging weiter mit Raumfahrt, eine Zusammenarbeit mit dem DLR, School Lab TU Dresden. Dieses School Lab befindet sich im Ortsteil Striesen in den Technischen Sammlungen, ein technisches Museum, was auch weit über die Stadtgrenzen Dresdens hinaus bekannt ist. Wir hatten die Idee, 2014 mit dem Alexander Gerst in Verbindung zu treten, hatten ja bereits die Erfahrung aus dem Jahr 2003. Das war zwar damals schon über 10 Jahre her, aber alles doch noch in guter Erinnerung. Auch diesmal gelang es recht schnell, ein aktives Schülerteam zusammenzustellen. Diesmal nicht vom BSZ Elektrotechnik. Verschiedene Dresdner Schulen waren hier vertreten. Martin Andersen Nexe-Gymnasium oder auch das Gymnasium Bürgerwiese bzw. die Freie Evangelische Schule war dabei. Das Ganze unterstützt von den Technischen Sammlungen hier im Hintergrund Dr. Ralf Puller, Delta Oscar 1, Delta Romeo Papa, der Kustos für Kommunikationstechnik der Technischen Sammlung, der die ganze Sache mit unterstützt und erfolgreich durchgeführt hat. Ja, unser Gesprächspartner im All, Alexander Gerst, inzwischen des Öfteren in den Medien erschienen und gerade im Zusammenhang mit Schulkontakten. Er hat ja mit mehreren deutschen Schulen sehr erfolgreich diese Kontakte abgewickelt. Ein Gesprächspartner, der wirklich auf die Fragen der Schüler eingeht und sie auch so beantwortet, dass verständliche Dinge rüberkommen, sehr informativ und immer wieder ein Erlebnis, mit ihm ins Kurs zu kommen. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Okay, ja, jetzt sind wir wieder da. Kleine Verzögerung. MDR aktuell hat berichtet, hier haben wir noch mal ein paar Bilder. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus den Dingen, die im Mitteldeutschen Rundfunk gesendet wurden. Dafür gibt es auch noch ein kleines YouTube-Video, was man sich ansehen kann. Geht einfach in YouTube, googelt oder gibt als Suchzeile unser Clubstationsrufzeichen ein Delta Lima 0 India Kilo Tango. Ihr findet das garantiert und könnt euch die Sache von 2014 nochmal ansehen. Ja, aber mal zurück zur Erde. Aktivitäten für ein größeres Publikum, gerade auch für Schülerarbeitsgemeinschaften, ist der Europatag der Schulstationen. Auf den möchte ich hier mal ganz besonders hinweisen, da dieser vielleicht im Gegensatz zu den großen DX-Contesten nicht so bekannt ist, immer wieder aber Anziehungspunkt ist, gerade für Schüler, die noch nicht die große Contest-Erfahrung haben und einfach mal in PSK 31 oder auch in SSB einen Kontakt suchen, abseits der Hektik. Jedes Jahr veranstaltet am 5. Mai, dem Europatag. Ja, nicht ganz so einfach, weil der 5.5. nicht immer auf ein Wochenende fällt, manchmal auf einen Dienstag, einen Mittwoch oder Donnerstag. Muss aber kein Nachteil sein, denn wenn man diese Aktivität gut vorbereitet, ist es durchaus möglich, im Unterricht direkt live die Aktivität durchzuführen, eine Freistunde zu nutzen oder auch mal eine Mittagspause oder die Zeit unmittelbar nach dem Unterricht. Die Idee ist tatsächlich, Funkbetrieb von und mit Schulen durchzuführen, aber auch andere Stationen sind eingeladen. Kleine Besonderheit: in diesem Wettbewerb gibt es
Urkunden und auch Sachpreise vom AATIS in Form von Elektronikbausätzen. Immer am 5. Mai. Zur Erklärung vom Ablauf. Dieser unterscheidet sich von üblichen Contesten. Man hat eine Zeit von 8 bis 18 Uhr, in der man eine 4-stündige Betriebsdauer auswählt, damit zeitlich sehr flexibel. Je nachdem, eine Schule hat eher vormittags die Gelegenheit, eine mehr nachmittags oder auch erst nach Feierabend. Man sucht sich also diese 4 Stunden aus, wovon wieder nur genau 60 Minuten in die eigentliche Punktwertung einfließen. In dieser Zeit werden die Kilometerpunkte aufaddiert. Man arbeitet nach den üblichen Regeln eines UKW-Contests, indem man den Locator als Kontrollnummer austauscht und mit einem Programm, mit einem Logbuchprogramm die Entfernung berechnet. Und diese wird innerhalb der 60 Minuten addiert, bildet dann die Gesamtpunktzahl. Das wäre das eine Ziel. Das andere natürlich mit möglichst vielen Kontakten, mit möglichst vielen europäischen Ländern in Kontakt zu treten. Es zählt die WAE-Länderliste und die Anzahl der Länder dann selbstverständlich als Multiplikator mit den Entfernungspunkten aus dieser 60-Minuten-Periode. Es gibt 2 Teilnehmerklassen für Kurzwelle, Teilnehmerklasse A und für die UKW-Bänder Klasse B. Eine Besonderheit bei diesem Europatag möchte ich auch noch erwähnen. Es gibt eine spezielle Aufgabe für Hörer, eine SWL-Aufgabe, die einmal pro Stunde in PSK 31 ausgestrahlt wird. Mehr möchte ich eigentlich hier nicht verraten. Guckt einfach bei www.aatis.de. Nächster Termin, 5.05.2021. Ihr findet die Ausschreibung. Alle sind herzlich eingeladen. Es gibt Urkunden für alle Teilnehmer. Hier sieht man mal in unserem Clubraum, was dann so los ist. Und die Aktiven werden auf der Urkunde präsentiert, sodass jeder Teilnehmer auch eine schöne Erinnerung hat für später über die Teilnahme am Europatag. Schulische Themen, immer wieder wichtig, die Verbindung herzustellen zur eigenen Schule, zum Unterrichtsgeschehen. Auch dort gibt es Ideen, die man realisieren kann. Sehr häufig werden Facharbeitsthemen, Belegarbeiten verlangt im Unterricht in verschiedenen Fächern, im Technikbereich, Bereich Physik, Informationstechnik, Informatik. Und dementsprechend wurden die ersten Ideen hier auch realisiert. Zum Beispiel Aufbau eines Packet Radio Transceivers, eine magnetische Loop, fernsteuerbar über ein Steuergerät, ein Kurzwellen-QAP-Transceiver oder das neueste Projekt, was noch etwas in den Kinderschuhen steckt, aber durchaus schon Potenzial entwickelt hat, Bau einer Nutzlast für einen Stratosphären-Wetterballon. Hier sieht man schon einige Baugruppen. Arduino-Sensoren für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, GPS selbstverständlich und die ersten Ideen für eine Antenne, die an diesem Ballon befestigt werden soll. Oder auch hier eine Idee, Messung von Antennenparametern. Im Zusammenhang mit einer Facharbeit eines Schülers, der hier kurz vorm Abitur stand und noch eine besondere Leistung einbringen wollte. Messmöglichkeiten haben wir glücklicherweise recht reichlich zur Verfügung. Auch ein schönes Freigelände auf dem Schulhof. Der Mario Börner, Delta Oscar 1 Uniform Sierra Alpha. Es ist schon einige Jahre her, aber er hat sich hier dieses Thema gesucht. Hat eine 5-Element-Yagi aufgebaut nach einer Idee von Martin Steyer, Delta Kilo 7 Zulu Bravo, hat dieses Projekt realisiert und die Antennenparameter, das Richtdiagramm hier auf dem Schulhof, das BSZ Elektrotechnik, aufgebaut.
ARDF, ja, auch ein Thema, was bei uns in der AG in der Schule eine Rolle spielt. Amateur Radio Direction Finding. Der Ausgangspunkt war wiederum der AATS, Arbeitskreis Amateurfunk in der Schule, der einen Workshop veranstaltete zum Aufbau eines Peilempfängers. Tja, und wenn man so einen Peilempfänger in der Hand hat, möchte man den natürlich auch in Betrieb nehmen, möchte an Wettkämpfen teilnehmen. Wir haben begonnen mit kleinen Aktivitäten in der Nähe der Schule, in Parks, in Wäldern rings um Dresden. Das Ganze hat sich dann immer mehr entwickelt in Richtung Teilnahme an sächsischen Meisterschaften, am Sachsenpokal, an den Distriktsläufen in der näheren Umgebung. Und schließlich und endlich endet das Ganze mit Teilnahmen an der Jugendweltmeisterschaft WYAC, World Youth ARDF Championship. Ja, hier haben wir unsere Teilnehmer vom Sachsenpokal, die in der Juniorenkategorie bereits recht erfolgreich waren und praktisch das gesamte Teilnehmerfeld der sächsischen Jugendlichen bildeten. Das eigentlich kontinuierlich in den letzten Jahren. Es gibt eine schöne Urkunde hier vom Referat Peilsport des Distrikts Sachsen. Dazu einen Wanderpokal, den man natürlich wieder abgeben muss, falls man im nächsten Jahr nicht unter den Siegern sein sollte. Vielleicht hier nochmal ein Wort zur World Youth ARDF Championship. Wir haben Teilnehmer gehabt an verschiedenen dieser Wettbewerbe. Man denkt vielleicht, ja, eine Weltmeisterschaft, das werde ich vielleicht nie schaffen, das ist für mich viel zu schwer. Nein, ich kann nur sagen, versucht euch da zu bewerben. Dieser Wettbewerb besteht aus drei Teilen, einem 80 Meter, einem 2 Meter und einem Sprintwettbewerb. 100 Teilnehmer aus mehr als 10 Ländern sind dort regelmäßig beteiligt. Es herrscht eine tolle Wettkampfatmosphäre. Man muss sich selbstverständlich qualifizieren bei deutschen Ranglistenläufen. So schwer ist das aber nicht. Wer einigermaßen sportlich ist und einen 3000 Meter Lauf, ja, problemlos übersteht, der sollte sich hier überlegen, mache ich dort mit, bewerbe ich mich, wendet euch an den DAC, an den Kai Pastor, an unseren Referenten für Peilsport in Deutschland, Delta Golf 0, Yankee Tango. Ihr bekommt Informationen, wo die nächsten Wettbewerbe laufen, wie ihr euch qualifizieren könnt und dann auch bei diesem tollen Ereignis vielleicht mal dabei sein könnt. 2018 waren wir in Doxy, hier gleich um die Ecke von Dresden aus, ist es nicht weit bis nach Tschechien und konnten dort eine kleine Mannschaft mit begleiten. Unter Leitung unseres DAC-Peilreferenten Kai Pastor, DG0 Yankee Tango, der Jakob, die Linda, die Carlotte, Lisa, Melanie, der Noah und der Janek. Drei Schüler hier aus Dresden. Die Konkurrenz ist groß, ganz klar. Man muss gegen Teilnehmer aus Russland, aus Tschechien, aus der Slowakei, der Ukraine antreten, die sehr gut vorbereitet sind und natürlich dann auch die ersten Plätze belegen. Aber allein die Teilnahme an dieser tollen Aktion sollte einen nicht zurückschrecken, es trotzdem zu versuchen. Und schließlich die Spreewaldfuchsjagd. Wen es nicht unbedingt zu großen internationalen Meisterschaften zieht, sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, diese Seite aufzurufen, www.spreewaldfuchsjagd.com. Eine ARDF-Veranstaltung, die Einmaligkeitscharakter hat von ihrem Anspruch auf Wasserwegen. Füchse zu suchen. Was heißt Füchse? Hier seht ihr mal ein Ziel, wie es tatsächlich aussieht. Es ist also eher eine Ente oder ein Waldschratt, ja, oder auch
ein Frosch, den man suchen muss, auf den verzweigten Fliesen des Spreewaldes, immer im Juni ausgetragen. Leider dieses Jahr der Termin ausgefallen am 20.06. Wir gucken nach vorn auf den Juni 2021 und hoffen, dass wir dort wieder aktiv sein können auf Wasserwegen. Hier die wichtigsten Informationen. Das Ganze ausgetragen vom DAC Ortsverband Cottbus Yankee 24. Man startet in Zweierteams in Paddelbooten, muss in 4 Stunden 5 Ziele aufgefunden haben. Es gibt eine spannende Zusatzaufgabe, das will ich mal nicht verraten. Das ist jedes Mal etwas anderes. Die Sache ist deshalb schon aufregend, weil man sich leicht verirren kann auf den sehr verzweigten Wasserwegen des Spreewaldes. Aber das ist gerade die Würze der ganzen Sache. Das ist das, was Spaß macht und dann abends bei der Auswertung auch immer wieder zu erlebnisreichen Diskussionen führt. Die 3 besten Teams werden ausgezeichnet. GPS-Tracks werden aufgezeichnet. Das Ganze kommt dann zu einer großen Show in den Abendstunden. Und wer möchte, kann am nächsten Tag auch noch an einem Foxoring-Wettbewerb teilnehmen. Also gerade für Jugendgruppen, für Familien, für Oma, Opa mit Enkel, mit Eltern, mit Geschwistern ist das eine tolle Sache. Merkt euch das vor: www.spreewaldfuchsjagd.com. Auch hier gibt es ein YouTube-Video, was ihr euch gerne mal ansehen könnt. Tja, was gibt es schließlich noch für Ideen? In der CQDL 4/2020 gab es einen Artikel über Schulkontakte in die Antarktis. Nach den ISS-Kontakten, die erfolgreich gelaufen sind, sehen wir nach vorn, sind inzwischen ausgewählt worden, als Schule von der AMSAT gefördert zu werden mit Equipment, um über den Satelliten QO100 zu kommunizieren. Und wir haben die ersten Ideen, sind dabei, eine Schülergruppe aufzustellen, um eine Verbindung mit Delta Papa 0 Golf Victor November über QO100 herzustellen im nächsten Schuljahr und hoffen sehr, dass unsere Gesprächspartnerin zu diesem Zeitpunkt dann die Theresa sein wird, Delta Charlie 1 Tango Hotel, die wir auf dem Bundeskongress des AATIS im März kennengelernt haben und die sich jetzt vorbereitet auf ihren Einsatz in der Antarktis und dort von Dezember 2020 bis Februar 2022 weilen wird und hoffentlich auch für verschiedene Schulen hier als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Okay, das war's zur Antarktis. Tja, eine QSL-Karte liegt bereits vor. Die hoffen wir natürlich ergänzen zu können mit einer aus dem nächsten Jahr. Aber hier seht ihr, auch auf Kurzwelle hat das schon mal geklappt. Ist jetzt schon ein paar Jährchen her, 2014. Delta Papa 0 Golf Victor November. Fassen wir nochmal zusammen. Amateurfunk in der Schule. Ihr habt nun gesehen, es gibt durchaus Möglichkeiten, die man Schülern präsentieren kann. Es geht uns um den Nachwuchs, nicht nur im Amateurfunk, sondern auch im beruflichen Bereich, Naturwissenschaft, Technik. Wir verstehen Amateurfunkdienst nicht nur als Hobby, sondern als experimentellen Funkdienst, um zum eigenen Experimentieren anzuregen. Das natürlich in Verbindung mit einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung und möglicherweise Orientierung für einen künftigen Beruf. Dabei spielen insbesondere die sogenannten MINT-Fächer eine große Rolle: Mathematik, Physik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Selbst sportliche Aktivitäten können mit Amateurfunk in Verbindung gebracht werden. Teilnahmen an lokalen Wettbewerben im Peilsport,
die durchaus bis zu Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften heranreichen. Internationale Kontakte, Sprachen werden gefördert und der AATS bietet auch ein Programm der Lehrerfortbildung, sowohl auf der Ham Radio oder auch auf den AATIS-Bundeskongressen. Wichtig sind Ansprechpartner in Schulen. Eine Amateurfunkschulstation vor Ort ist natürlich immer das Beste. Kurze Wege wären möglich. Es ist nicht immer einfach, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, um Räume nutzen zu dürfen. Aber bleibt einfach dran, sprecht mit den Verantwortlichen, präsentiert den Amateurfunk in den Schulen und dann bieten sich oft auch Gelegenheiten. Gut, das war es zunächst mal von meiner Seite. Hier noch ein kurzes Bild von mir selbst. Ich war zu Besuch beim DRC in Baunatal im Jahr 2016, habe mir dort das Amateurfunkzentrum angesehen, habe an einem Funktionsträgerseminar teilgenommen, habe dort auch viele Kontakte geknüpft und viele Eindrücke mitgenommen bezüglich Jugendarbeit, Arbeit im DRC. Und ich denke, wir sehen uns, hören uns auf einer der Frequenzen, treffen uns in einem der Conteste oder erleben gemeinsame Dinge mit Projekten in Schulen. 73, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das war ein ganz interessanter Beitrag über Amateurfunk in den Schulen. Die Verbindung zur ISS oder zur Neumayer-Station, das ist schon sehr beeindruckend, was diese Schulstation mit an der Spitze, mit Thomas Hettland dort, was dort erreicht worden ist. Aber wir wollen noch nicht ganz beenden, weil Thomas hat noch kleine Bonbons für uns. Und zwar hat er was angekündigt. Zu der Fuchsjagd gibt es noch eine Kleinigkeit. Und aber auch, er lässt noch einige Schüler zu Wort kommen. Thomas, wie dürfen wir das verstehen? Ja, ganz einfach. Wir haben eine Amateurfunk-Schüler-Arbeitsgemeinschaft, die sich einmal in der Woche trifft. Und unsere 7 Teilnehmer sind schon ganz aufgeregt. Ich habe denen letzte Woche bereits angekündigt, was die Ham Radio Online alles bewirken möchte und dass sie gerne auch unsere Schüler selbst präsentieren möchte. Jeder hat eine kleine Idee, was er vor dem Mikrofon sagen möchte. Wir haben, wie gesagt, aktive Fuchsjäger, wir haben Elektronikbastler, wir haben Contest-Teilnehmer und ich denke, dass jeder eine kleine Idee hat und etwas von seinem Amateurfunkalltag uns berichten wird. Das heißt, wir sehen gleich im Anschluss dann nochmal so kleine Kurzvideos, wo die eben zu Wort kommen. Richtig, so machen wir das. Wir werden diese Aufnahmen direkt bei uns in der Schulstation durchführen. Und ja, man darf gespannt sein. Das denke ich auch. Ist eine ganz schöne Sache, um auch den Schülern einfach mal zu zeigen, ihr seid dabei und ihr werdet auch noch auf der Ham Radio Online 2020 präsentiert. Das ist eine sehr tolle Idee von dir, Thomas. Und ich denke, den Zuschauern wird es auch bestimmt sehr, sehr gut gefallen. Und dann sprachst du noch von einem kleinen Video, was in den Bereich der Fuchsjagd geht. Ja, genau so ist es. Es geht um die Spreewaldfuchsjagd, auf die ich ja bereits in meinem Vortrag hingewiesen habe. Deshalb so interessant, weil dort auch Nicht-Funkamateure teilnehmen können, also auch die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, die Verwandten. Es wird in Zweierteams gestartet und eine Fuchsjagd auf Wasserwegen ist doch in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, etwas ganz Besonderes, was es nur im Bereich Spreewald gibt. Und ihr seid alle eingeladen, dort euch mit zu beteiligen. Ich habe ein kleines Video zusammengeschnitten von der letzten Fuchsjagd 2019, wo ich mit einem Partner, der auch Funkamateur ist, immerhin bis auf das Sieger, nicht auf das Siegertreppchen, auf den 3. Platz gerutscht bin. Das macht also unheimlich viel Spaß und ihr seid alle eingeladen. Macht einfach mit, meldet euch an bei dem Distrikts-ADF-Referenten des Distrikts Yankee. Das ist der Uwe, Delta Lima 8, Uniform Whisky Echo.
Ja, dritter Platz ist ja schon das Treppchen, ist ja schon eine tolle Leistung. Ne? Okay, ja. Ja, Dann gibt es noch 2 Stufen. genau. Aber auch die gilt es zu erklimmen. Nein, Thomas, ich denke, jetzt zeigen wir die Videos, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich einmal die Teilnehmer an und natürlich den kleinen Beitrag über die Fuchsjagd auf dem Wasser. Ich bin Johann. Mein Hörerkennzeichen ist Delta Echo 7, Golf Delta Juliet. Ich bin beim Amateurfunk mit dabei in dieser AG seit 2017 im Sommer, habe im Februar 2018 meine Hörerprüfung abgelegt, habe bereits bei vielen Projekten mitgemacht, wie zum Beispiel beim ISS-Projekt an unserer Schule, habe auch einen Peilempfänger selbst gelötet und habe außerdem eben passend zur Prüfung passende Karten, Hörerkarten. Hallo, ich bin Cornelius, Hörerkennzeichen Delta Echo 8 Charlie Foxtrot Papa. Ich bin 13 Jahre alt und in der AG seit 2017. Ich gehe aufs Martin Andersen nächste Gymnasium und bereite mich gerade mit 2 Schulkameraden auf die Amateurfunkprüfung Klasse E vor. War letztes Jahr bei der Spreewaldfuchsjagd, hätte dieses Jahr auch wieder gern mitgemacht, aber fällt ja leider wegen Corona aus. Es macht voll Spaß dort. Man sucht halt im Spreewald mit Paddelbooten, zusammen mit einem Partner oder so, halt Füchse und hat dafür 4 Stunden Zeit, glaube ich. Und ist eigentlich ganz entspannt, weil es ist nicht so streng wie eine normale Fuchsjagd im Wald und man kann viele Pausen einlegen. Ja, ich freue mich dann aufs nächste Jahr und ciao. Guten Tag, ich heiße Danny Leanov, Delta Echo 2 Yankee Delta Lima. Und bin 13 Jahre alt. Ich bin schon seit 2 Jahren in der Amateurfunk AG und bereite mich gerade auf die Amateurfunkprüfung Klasse E vor. Vor ungefähr 2 Monaten hatte ich mein erstes CW-QSO auf 80 Meter. Es war sehr anstrengend, das alles richtig zu machen und vor allem keine Fehler zu machen. Ich habe das mit dieser Morse-Taste gemacht. Ja. Und falls Sie nicht wissen, was zu morsen ist, da drückt man hier auf diese Taste und macht es entweder lang oder kurz. Und je nachdem, wie oft man das macht oder in welcher Reihenfolge, kommen da andere Buchstaben, also steht das für andere Buchstaben. Ja. Ich bin Delta Echo 2 Yankee Delta Lima und tschüss. Hallo, ich heiße Alex. Delta Oscar 6, Alpha Lima Kilo. Ich bin 14 Jahre alt und Schüler am Martin-Andersen-Nexel-Gymnasium in Dresden. 2019 habe ich meine Amateurfunkprüfung Klasse E abgeschlossen und seitdem funke ich sehr gerne, vor allem digital im Betriebsmod FD8. Dazu löte ich auch sehr gerne und zum Beispiel diesen Junior 1 hier, einen Receiver, den ich mit meinem Freund Julius, Delta Oscar 5 Juliet Uniform Whisky gebaut habe. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Projekt. Ich bin Julius, 14 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse. Und ich habe im Jahr 2018 meine Klasse E-Prüfung absolviert und dafür das Rufzeichen DO5. JUW Delta Oscar 5 Juliet Uniform Whisky erhalten. Dazu habe ich hier meine schöne QSL-Karte. Dann habe ich letztes Jahr den Sachsenpokal gewonnen. Der Sachsenpokal ist ein ARDF-Wettbewerb, der aus 2 Teilen besteht, wo man auf dem 80- und dem 2-Meter-Band kleine Peilsender mit Empfängern wie diesen hier sucht. Und habe dort in der Kategorie Junioren gewonnen und dafür diesen Pokal hier erhalten. Und unser nächstes Projekt der Clubstation Delta Lima 0 India Kilo Tango ist ein Funkkontakt mit der Antarktis mit der Georg von Neumeier Station. Ich heiße Vincent und bin 12 Jahre alt. Seit knapp einem Jahr bin ich in der Amateurfunk AG. Ich bin auch schon Mitglied im DAC. Und bereite mich zurzeit auf die SWL-Prüfung vor. Da kriege ich nämlich mein Hörerrufzeichen. Und ich habe schon einiges gelernt, zum Beispiel die Parallel- und Seitenschaltung von Widerständen und was Schulen sind. Das macht
mir alles hier sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf mein Hörerzeichen. Auf Wiedersehen und ich hoffe, ihr geht auch irgendwann in der Amateurfunk AG oder so. Delta Lima 0 in der Kino-Tango. Amateurfunk in der Schule. Fuchsjagd.com. Das geile Abenteuer. Orientierung auf Wasserwegen per Funkpeilung. Nur im Spreewald. Macht einfach mit. So, ich denke, das waren zwei bemerkenswerte Kategorien. Einmal die Schüler von dir, die sich dargestellt haben in kurzen Videoschnipseln und natürlich das tolle Video über die Fuchsjagd auf dem Wasser. Thomas, ganz herzlichen Dank. Delta Lima 8, Dora wollte ich schon sagen. Delta X-Ray Whisky, ja, das deutsche Alphabet ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ganz herzlichen Dank für deinen tollen Beitrag und ich denke, du hast den Amateurfunk in der Schule nochmal richtig nah rübergebracht und bestimmt einige Interessenten geweckt und zum Nachmachen animiert. Jetzt habe ich den ersten Versprecher, das werde ich nochmal neu sprechen. Ja, Wolfhard, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich hier teilnehmen konnte und freue mich natürlich auf viele junge Interessenten am Amateurfunk, die sich an unserem schönen Hobby hier beteiligen und vielleicht auch an einer oder anderen Aktivität mitmachen, sich an Schulstationen anmelden, eine Amateurfunkprüfung meistern und dann aktiv auf den Bändern sind. Also, nochmal herzlichen Dank. Grüße an alle, die uns hier zugeschaut haben. Man sieht sich. Das werden wir tun. AWDH sagt man ja so schön. Das war's. Ab von den Schulen, liebe Zuschauer. Schauen Sie weitere Beiträge bei der HEM Radio Online 2020.